Im Dezember 2021 stieg die Inflationsrate auf 5,3%. Dies ist der höchste jährliche Anstieg seit mehr als 50 Jahren. Was bedeutet das für uns konkret in Sachsen? Gemüse plus 18,8%, Butter plus 19,7%, Gas plus 11,7%. Und was sagt unsere Europäische Zentralbank, deren Chefökonom? Er hält die deutlich gestiegene Inflation nur für vorübergehend und erwartet einen Rückgang zum Ende des Jahres 2022. Fed-Chef Jeremy Powell sieht hingegen das Risiko, dass die hohe Inflation, die wir erleben, in den USA sind es 7%, länger anhält und dass sie noch weiter steigt. Und er sagt, wir müssten in der Lage sein, mit unserer Geldpolitik genau darauf zu reagieren. Und auch die Schufa warnt, nach 2 Jahren Pandemie habe sich die finanzielle Situation bei einem Teil der Bevölkerung weiter verschärft. Finanzielle Reserven seien aufgebraucht und Preissteigerungen können nicht mehr aufgefangen werden. Und wie reagiert darauf unsere Bundesregierung? Nun gut, sie kündigt für den Sommer einen Heizkostenzuschuss für Geringverdiener an. Das ist viel zu wenig und das Wenige, was sie tut, tut sie auch noch zur falschen Zeit. Ein mickriger Heizkostenzuschuss und das auch noch im Sommer. Sehr geehrter Herr Finanzminister, setzen Sie sich dafür ein, dass man sich in Berlin ein Beispiel an Polen nimmt. Fordern Sie Bundeskanzler Scholz auf, endlich die Mehrwertsteuer spürbar und deutlich zu senken. Denn dies ist der effizienteste Weg, unsere Bürger zu entlasten. Oder wollen Sie etwa warten, bis uns die Bundesregierung ein neues 1923 bereitet? Falls Sie vergessen haben, was damals passiert ist, ich helfe Ihnen gerne, sich zu erinnern. Eine Straßenbahnfahrt zum Beispiel über die Augustusbrücke dort drüben kostete im August 1923 noch 15.000 Mark, am 3. Oktober dann schon 12 Millionen und keinen Monat später waren es 10 Milliarden Mark. Der am Morgen erhaltene Lohn war in vielen Fällen am Abend kaum noch das wert. Frauen passten ihre Männer an den Werktoren ab. Familien mussten teilweise Handwagen voll Geld um die Ecke ziehen, um nur dort vor dem nächsten Laden festzustellen, dass nicht alle satt werden würden. Und Herr Lippmann, das war wirklich so. Denn der Preis für ein Brot stieg von 13 Reichsfängen 1914 auf einen Preis von 5,6 Milliarden Mark 1923. Die einst stabile Währung war zum Spielgeld verkommen im wörtlichen Sinne. Mit wehrlosen Bündeln bauten Kinder hohe Türme auf der Straße. Die Müllabfuhr musste Scheine lastwagenweise zur Verbrennung kommen. Und in der Kirche hielten die Pfarrer einen Wäschekorb für die Kollekte hin. Wie konnte es so weit kommen, meine Damen und Herren? Mit dem Ersten Weltkrieg warf die Reichsbank die Druckerpresse an. Um den Krieg zu finanzieren, weitete sie die Geldmenge massiv aus. Gleichzeitig verknappte auch die englische Seeblockade das Warenangebot, sodass Preise stark stiegen. Die Mark verlor gegenüber dem Dollar an Wert. Die Sieger schrieben daher im Vertrag von Versailles fest, Reparationen seien in Gold, Devisen und Sachgütern zu leisten. Und der Wertverlust der Mark setzte sich weiter fort. Im Vergleich zu 14 war die Mark 1920 nur noch ein Zehntel, 1921 nur noch ein Hundertstel und 1922 nur noch ein Tausendstel wert. Und weil die Reichsregierung unter diesen Umständen Reparationen nicht leisten konnten, besetzten, das wissen Sie auch, belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet. Die Reichsregierung rief zum Ruhrkampf auf. Lohnzahlung für 2 Millionen Ruhrarbeiter setzten der ohnehin stark gefährdeten deutschen Währung weiter zu. Es kam dann zur Hyperinflation. Diese produzierte jedoch nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner, hypothekengesicherte Grundstücksbesitzer und natürlich auch die Staatsfinanzen der Weimarer Republik.
Und auch wenn die heutigen Inflationsdaten weit vom Niveau der Weimarer Republik entfernt sind, bewirkt die anziehende Inflation auch in unserer Staatskasse erhebliche Steuermehreinnahmen. Ich sage nur, das Haushaltsdefizit mittelfristig 2,2 Milliarden und heute nur noch 1,6 Milliarden. Also wer profitiert? Die Redezeit ist abgelaufen. Finanzminister. Dankeschön. Zurück ins Hier und Jetzt. Wie ist denn die Stimmung im Volk? Jeder neunte Bürger in Deutschland kann laut Welt vom 19.01. laut einer Umfrage kaum noch seine Lebenshaltungskosten bezahlen. 44% der Befragten geben an, wegen der hohen Inflationsrate sehr beunruhigt zu sein. Bei Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 2.500 Euro gaben sogar 17% an, dass sie wegen gestiegener Preise kaum noch in der Lage sind, ihre regelmäßigen Ausgaben zu bestreiten. So hat die Tafel in Zwickau allein im Monat Dezember 21 100 neue Bedürftige begrüßt und die Tafel in Plauen meldete für das vierte Quartal 21 einen Anstieg von 10% der Bedürftigen. Und welches Signal kommt aus der Politik? Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wettert gegen so wörtlich Ramschpreise bei Lebensmitteln. Wer sich die neuen Preise dann nicht mehr leisten könnte, der kann ja dann auch zur Tafel gehen, denn Özdemir will es Unternehmen steuerlich attraktiver machen, abgelaufene Lebensmittel an Tafeln zu spenden, statt sie wegzuwerfen. Wer sich dann aber aus Scham nicht zur Tafel traut, der kann natürlich dann in Abfallwühlen gehen, denn das Containern als beschönigter Diebstahl wird der Landwirtschaftsminister ebenfalls straffrei stellen. Und wie lebensfremd kann ein Landwirtschaftsminister eigentlich sein? Vielleicht sollte sich Herr Özdemir mal wieder mit normalen Bürgern unterhalten. Ich tue das jedenfalls wöchentlich. Neulich berichtete mir ein Handwerksmeister, dass ihm sein Energieversorger gekündigt haben. Nun sei er in der Grundversorgung seines örtlichen Anbieters gefallen mit seiner Firma. Und diese berechnet ihm gleich 500 Euro mehr im Monat. Und auch seine Mitarbeiter beklagen sich bei ihm, die Spritkosten der Angestellten von dem Weg zur Arbeit würden stetig steigen. Diese Arbeitnehmer fordern von ihm Lohnerhöhungen, die er jedoch nicht so einfach bezahlen könnte. Und das ist bei Weitem kein Einzelfall. Die IHK Sachsen warnt, 52% der Unternehmen müssten ihre Preise erhöhen und weitere 38% können das nicht. Und deshalb werden, so auch in der Studie, Reduzierung der Produkt- und des Leistungsangebotes erwogen, die Auslagerung von Tätigkeit an andere Firmen in In- und Ausland in Erwägung gezogen. Das wäre für unseren sächsischen Wirtschaftsstandort und für unseren Arbeitsmarkt eine Katastrophe. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch so wichtig, dass wir die Pendlerpauschale, bekannt als Entfernungspauschale für Arbeitnehmer, in der Einkommensteuererklärung endlich auch ab dem ersten Kilometer auf einen angemessenen Betrag erhöhen. Doch gehen wir einmal auf die europäische Ebene und einige Jahre zurück, betrachten wir drei Worte, welche die Klammer zwischen dem Versagen der vorherigen und der jetzigen Bundesregierung bilden. Diese drei Worte lauten, whatever it takes. Sie kennen die alle, 2012 gab Mario Draghi damit den Startschuss zu einer so nie gekannten Schuldenrallye, welche die Bilanz der EZB aufgebläht, die Zinsen auf Teufelsort und sogar in den negativen Bereich getrieben hat. Heutzutage zahlen Italien und Spanien auf 10-jährige Staatsanleihen weniger als die USA. Durch Draghis Bereitschaft zum Ankauf jeder noch so zweifelhaften Staatsanleihe hat sich die Geldmenge im Euroraum seit 2008 versiebenfacht. Es ist ein Geldüberhang in Höhe von 4,9 Billionen Euro in der Bilanz der EZB entstanden und 4 Billionen Euro lassen sich dort allein direkt auf die Staatspapierkäufe zurückführen. Das sind 80%. Die Europäische Zentralbank, das hat Herr von Breitenbruch auch gesagt, hat eine Aufgabe, nur eine, und die ist Preisstabilität herzustellen. Das Finanzgebaren der EZB hat uns aber in eine Lage geführt, die historische Parallelen zum Verhalten der Reichsbank im Zeitraum von 1914 bis 1918 zulassen. Damals hieß es, alles immer, was für den Sieg nötig sei,
Heute heißt es alles, was für die Rettung des Euros nötig ist, meine Damen und Herren. Und das ging auch lange Zeit gut. Die Zinsen blieben niedrig, die Inflation blieb unter dem Inflationsziel von 2% der EZB. Die europäischen Regierungen gewöhnten sich an das billige Geld wie ein Junkie an seine Drogen. Nur die Zeiten haben sich geändert, meine Damen und Herren. Und dazu werde ich, nachdem mein Fraktionsvorsitzender noch einmal gesprochen hat, in einer Rederunde dann noch ein paar Ausführungen machen. Recht herzlichen Dank. Rufen wir uns einfach mal in Erinnerung, was ist Inflation? Inflation ist, einfach erklärt in leichter Sprache, Herr Gebhardt, für Sie, wenn zu wenig Waren auf zu viel Geld treffen. Und solange unsere Lieferketten halbwegs in Ordnung waren, hielten sich Angebot und Nachfrage auch im Gleichgewicht, und da war die Steigerung der Geldmenge noch nie das Problem. Wir wissen alle, Corona hat weltweite Lieferketten zerstört. Die Nachfrage riss auch kurz ab, die Nachfrage entstand wieder, das Angebot war nicht da. Und wenn ich sage, wir hatten eine Seeblockade in meinem ersten Beitrag, dann haben wir heute auch Blockierungen in unseren Handelswegen, weil in China Häfen geschlossen sind. Also die Handelswege sind sozusagen gestört. Ich will aber eigentlich mal auf den Kernpunkt kommen. Wissen Sie, wie hoch die Inflation in Estland und Lettland ist? Das wissen Sie bestimmt nicht, Herr Gebhardt, darum sage ich es Ihnen. In Estland ist sie 12%, in Lettland 10,7%. Alles Zahlen vom Dezember. Und das Gegenteil ist Portugal mit 2,8% und Frankreich mit 3,4%. Und die USA, die hat eine eigene Notenbank, die haben 7%. Dort fängt die Notenbank, ich hatte das in der ersten Runde gesagt, wir müssen währungspolitische und geldpolitische Maßnahmen treffen. Und wir haben eine Zentralbank für einen halben Kontinent, wo die eine Hälfte 2% und die andere Hälfte 12% Inflation hat. Und das ist das eigentliche Kernproblem unserer Eurozone. Der Euro ist ein Fehlkonstrukt. Es fehlt eine nationale Zinsbremse. Das, was die USA macht, die Geldmenge zu verknappen, das können wir aus eigenen staatlichen Interessen nicht leisten. Das können wir nur gesamteuropäisch tun. Und das führt dazu, dass bestimmte Länder sozusagen eine Zinserhöhung verhindern, wie Frankreich. Die haben das bei 3,4% nie nötig. Und die Esten und die Letten, die sind viel zu klein, um sich da durchzusetzen. Und das führt dann dazu, dass wir letztendlich eine Zinspolitik haben, wo Zinserhöhungsschritte, ich sage es mal, verzögert werden. Und zu was führt das, Herr Pander? Dann wird der Euro schwächer, er wertet ab zum US-Dollar und er wertet nie so ab wie in der Weimarer Republik, das behaupte ich gar nicht, aber er wird inflationäre Tendenzen erzeugen, denn alles, was wir im US-Dollar-Raum auf US-Dollar-Basis einkaufen, wird teurer. Und wenn Sie solche Zusammenhänge und Konstruktionsfehler unserer Gemeinschaftswährung hier einfach wegdiskutieren und sagen, durch Corona ist das Problem entstanden, dann muss ich Ihnen sagen, Sie haben eine Wahrnehmung von hier bis zu meiner Hand und nie viel weiter in Ihren Debatten. Wir müssen uns das mal ehrlich angucken. Wir haben eine Wirtschafts- und Währungsunion, wir haben einen Maastricht-Vertrag, wir haben einen Stabilitätspakt. Unsere D-Mark war sicher, der Euro sollte saustabil sein. Wo sind wir denn in den letzten 20 Jahren hingekommen? Alle politischen Versprechen sind gebrochen worden aufgrund von irgendwelchen Sondersituationen. Das müssen wir uns doch aber mal einfach ehrlich machen. Großbritannien ist ausgetreten. Es fehlt uns jetzt eine vernünftige Stimme. Und wenn Sie das nicht sehen wollen, das ist doch das Kernproblem. Wir haben eine Notenbank, die die Inflation nicht effektiv bekämpft. Und wen schadet das, Herr Lippmann? Alten, weißen Männern, die Sparbücher haben. Das sage ich mal, Rentner und ähnlichen Bevölkerungsgruppen. Da können Sie natürlich drüber lachen. Ich finde das aber überhaupt nicht lustig. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren.